Oh. Leute, was geht? Ich sitze mal wieder in meinem Wohnwagen und wir haben wieder ähnlich wie gestern Abend 19:30 und da steht mein Fahrrad und mir hat gestern jemand im Bikepark Samerberg erzählt, dass hier in der Nähe noch ein Dirtpark ist, der offen hat, und zwar in Neubeuern oder so, und ich gucke hier gerade das Replay vom Crankworx in Leger, vom Slopestyle Contest, und ich habe mega Bock, Fahrrad zu fahren jetzt, und deshalb werde ich da spontan hinfahren und hoffen, dass der Dirtpark fahrbar ist, dass der offen hat, dass ich ihn finde, und schaut mal, was ich mir heute gekauft habe wegen dem lahmen Internet hier. Hier, 50 GB Datenvolumen. Weil hier geht nichts auf dem Campingplatz am Internet. Und ja, ich möchte euch natürlich Videos hochladen können. Und das geht ja nur mit Internet. Aber wir fahren jetzt mal zu diesem Dirtpark und hoffen mal, dass ich da noch ein bisschen fahren kann. Ich bin jetzt hier irgendwo angekommen. Ich hatte im Internet gelesen, dass da irgendwie so ein Hockeyplatz in der Nähe ist. Aber wo das jetzt genau ist, keine Ahnung. Bin noch ein bisschen später hier. Ist jetzt 19:45. Weil ich mal wieder geträumt habe und das Navi die Ansage aus war, kennt ihr vielleicht, und man fährt einfach weiter, ohne zu merken, dass man hätte abbiegen müssen. Wie dem auch sei, ich mache mich jetzt mal fertig und suche dann den Dirtpark. Boah, es auch immer 100 Jahre dauert, ein Schoner anziehen, vor allem hier die Umknickdinger, aber ohne die kann ich nicht fahren, sonst knicke ich die ganze Zeit um mit dem Fuß, weil die Bänder hier alle kaputt sind. Kaum zu glauben, aber ich bin fast fertig. Mach hier die Schuhe rein, zwingen. Ja, ich bin fündig geworden. Da hinten ist der Hockeyplatz. Hier ist der Dirtpark. So heiß, bin so am Schwitzen. Noch ein paar Mal fahren. Ich glaube, ich komme morgen wieder. Es ist ja jetzt mittlerweile auch schon 9 oder so. Und ja, komme ich morgen nochmal hier hin. So, ich bin zurück. Hab aber noch Bock auf ein leckeres Kaltgetränk. Deshalb fahre ich jetzt nochmal nach vorne zum Kiosk und hummel da mal was. Ich weiß aber nicht, was es da gibt. So, eigentlich mag ich ja nicht so Zuckerwasser, aber hier mit dem ganzen Radfahren und so ist das schon ganz gut. Zumindest rede ich mir das gerade schön. Weil Wasser habe ich nur im Camper. Aber hab da jetzt Bock drauf. So, ich bin jetzt hier wieder in meinem kleinen Häuschen und es wird mega gemütlich, denn dank diesem Ding hier, das da, was ich mir heute spontan gekauft habe, als ich eigentlich in den Supermarkt wollte, um Snacks zu kaufen. Daneben war so ein Shop und da dachte ich mir, gehst du mal rein, weil ich habe hier so mieses Internet auf diesem Campingplatz, dass ich euch nichts hochladen konnte und dann nicht mal E-Mails abrufen konnte mit dem Laptop. So, jetzt habe ich hier das Ding, damit habe ich 50 GB Datenvolumen, konnte euch heute das Video vom Samerberg hochladen. Und werde jetzt noch weiter Crankworx gucken, was ich eben getan habe. Mir hier noch was kochen. Vielen Dank übrigens für den Hinweis beim Samerberg-Video, dass ich mich hier den Sauerstoff kille. Aber hier drüber, das seht ihr nicht, da ist offen.
Also hier werde ich mir jetzt was kochen. Schön Chili Sin Carne. Also Chili Con Carne ohne Fleisch. Und ja, danach gönne ich mir das Kaltgetränk und schaue ein bisschen Slopestyle. Oh. Alter, ich wollte gerade sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gemütlich ist es hier? Ich finde es gerade mega gemütlich, auch wenn es ein bisschen unordentlich ist. Aber naja. Ja, schreibt mal hier in die Kommentare, ob ihr es auch so gemütlich findet wie ich. Falls nicht, mögt ihr einfach keine Gemütlichkeit, würde ich mal sagen. Egal. Ich mache mir jetzt mal hier Gemeng. Und wenn ich überlege, was jetzt in den Kommentaren steht, und zwar werdet ihr jetzt fragen, wo gucke ich denn Slopestyle? Und zwar wird das immer übertragen, also ich gucke mir jetzt quasi ein Replay an, von letzter Woche, auf redbull.tv, kostenlos. Ja, gibt es eine App für, könnt ihr direkt im Browser machen, wie auch immer, und da einfach nach Bike suchen. Und dann könnt ihr das da gucken. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Junge, 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 das geht immer so schnell hier mit diesem Gaskocher. Immer zack, aus. Heiß, meine ich. Das ist keine Schlingtemperatur mehr, das merke ich schon. Dann warte ich noch ein bisschen. Air Crankworks Leger, second run for Paul Coudert. Mistake in his first run. So like all the other riders we've seen who have... Hört ihr das? Regen. Ja, mega schade. Ich wollte eigentlich heute dann nochmal zu dem Dirt Spot, aber ich fahre heute wieder Richtung Heimat. Und bei dem Regen kann man das leider vergessen, weil die Sprünge dann aufgeweicht sind und man da Rillen hinterlässt, was natürlich uncool für die Locals ist und natürlich, wenn alles weich ist, ist man da viel zu langsam. Also werde ich wohl ein anderes Mal nochmal zu dem Dirtpark kommen müssen. Ich wäre da echt gern noch gefahren, auch gerne den Sprung geflippt, ja. Naja, aber, also, sehr kurzes Video leider. Mit sehr wenig Fahr-Action. Ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß hier im Camper Life. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, wo es auch wieder mehr Fahrrad-Action gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.